Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enlisted. Wir sind mal seit langer Zeit zurück wieder in Moskau, denn ich möchte meinen neu erworbenen Panzer 3 mal ausführen. So, Moment. So, jetzt geht's. Das Kabel hängt noch fest. Ja, frisch erworben. Ich spiele Moskau eigentlich relativ selten, deswegen ist hier alles noch relativ stock. Aber ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, den freizuschalten, denn dieser Panzer 2... Ja... Er ist halt da. Ne? Er ist halt einfach da. Der Panzer 3 ist jetzt auch nicht gerade ein Wunderwerk der Technik, aber ja, deutlich besser als der Panzer 2. Und alles, und ein Vielfaches besser als all das, was die Japaner in diesem Spiel an Panzern besitzen, würde ich jetzt mal sagen. Außer vielleicht der Kami. Ich glaube, der ist auch ganz cool. Okay, lang genug gelabert. Können wir da rüberfahren? Ja. Ich musste auch hier erstmal ein paar weitere Rekruten reinschmeißen in die... What the hell? In die Squads, weil die alle relativ stuck waren. Moment. Ach, da oben sitzt er. Okay, verdammt. Kriegen wir das Kanone noch hoch? Gut, ja, das war's mit dem Panzer 3. Sehr schön, hat mir ordentlich Spaß gemacht. Also, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt hätte noch toppen können. Das war der beste Einstand seit langem. Ja, Junkers wollte ich auch nicht fliegen. Das macht ja auch keinen Sinn, sowas. So, ein bisschen Scharfschützentrupp. Ja, um meinen Text mal kurz zu Ende zu führen. Ich habe jetzt hier auch mal ein paar Einheiten hinzugefügt, also ein paar Soldaten. Denn die liefen hier alle noch rum wie die allerletzten Menschen. Wo ist denn hier eine Tür? Oh. Ich komme gerade frisch von der Arbeit, es sei mir verziehen. Und wir schmeißen die Artie einfach mal. Ach, ich hätte mal erst den Panzer erspähen sollen, ne? Und dann die Artie auf den Panzer werfen sollen. Egal. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Snipers at his finest. Ich sag mal so, es ist ein leicht holpriger Start. Ja. Ist okay. Könnte schlimmer sein. Das Internet könnte wieder abstürzen. Das kommt in letzter Zeit sehr häufig vor. Mein Anbieter mag mich nicht mehr. Wir waren 10 Jahre lang treue Partner und jetzt mögen die mich nicht mehr. Warum auch treffen? Das macht ja alles gar keinen Sinn hier. So, hat mal jemand von euch hier eine richtige... Ach, ich will nur Handgranaten, ey. Na, mit einer Handgranate kann ich den Panzer nicht erschrecken. Ach, komm schon. Wieso musst du immer dann gucken, wenn ich da bin? Also, ich hasse das. Ja. Die erschreckt ihn natürlich überhaupt nicht. Wow. Der gehört auch zu mir. Gut, dass es hier kein Friendly Fire gibt für sowas. T28 sah ich auch ganz cool hier in diesem Spiel. Muss ich auch mal freischalten. Hey, unser erster Abschuss. Wuhu, jetzt kann's losgehen. Du sitzt da ein bisschen doof. Die Artillerie geht auch komplett daneben, ne? Wie so häufig, wenn ich Artillerie werfe. Schnell, schnell, schnell. Nimmt denn das hier eigentlich keiner ein von uns? Ist alles leer? Das ist schon mal gut. Holder. Eine Matzen, die können wir mal nehmen. Ja, doch. Da hinten sitzt da noch einer. Sag mal, wo ist denn mein anderer Dude? Oh, der ist tot.
Ich muss ganz ehrlich gerade so ein bisschen lachen, weil das gerade so richtig gut läuft. Kann ich hier Flak holen? Ein Pack, ja. Okay. So, jetzt ist der T50 schon mal weg. Das ist schon mal ein Anfang. So, ich würde hier hinten gerne noch so einen Spawnpunkt setzen, damit wir da schneller hinkommen. Na, komm. Ja, aber auch solche Matches hat man. Ich will dir jetzt zwar nicht die Sicht nehmen, aber ich brauche da mal was hin. Und wichtig, 3 Punkte mitnehmen hier. Jo, hier schön. 3 ganz wichtige Punkte. So, Leute. Jetzt, oh, warte mal, wir können den unter Beschuss nehmen. Das wäre natürlich mega sexy. Wenn wir irgendwo diese bescheidene Pack bauen können. Denn, merkt euch, Panzer mögen keine Packs. Gesagt habe. Panzer mögen keine Packs. So, wo holst du mir jetzt hin? Ich verstehe gar nicht, was dauert da so lange, dieses Haus da einzunehmen? Da ist doch niemand drin. So, jetzt stehen wir hier mit einer Pack, die wir gebaut haben, einen Panzer zu plätten. Natürlich hier niemand zu sehen, auf den wir schießen können. Ach komm. Willst du mich verarschen? Muss wohl einer von diesen Unsterblichen sein, von denen man hin und wieder mal hört. Ach, jetzt habe ich natürlich die falsche Munition. Oder? Ja genau, komm mal zurück, das ist eine gute Idee. Akzeptieren wir einfach mal so. Ey, nicht schießen auf mich, das ist völlig uncool. Ach, komm schon. Jetzt machen die mal eine schöne Pack kaputt. Wie soll ich denn damit Panzer kaputt schießen? Das war ein schöner Treffer. Gut, dass du hier unten geblieben bist. So, einen haben wir. Junge, was soll das? So, nochmal ein Einsatz für unseren Panzer 3. Erstmal einen Schluck trinken. Denkt immer an Stay Hydrated. So. Mächtiger Badabum. Das sind auch wieder so, die beiden neuen Rekruten sind übrigens Siegwart, Schönberg und Vollrad Krappe. Ich habe noch nie jemanden gehört, der Vollrad hieß. Ich frage mich echt, wo hat Darkflow diesen Namen eigentlich hier? Die mussten so ein Wörterbuch geholt haben, so ein Namensbuch aus dem, weiß ich, 17., 16. Jahrhundert oder so? Wenn ich daran denke, dann google ich gleich mal den Namen Vollrad. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Oh nein, ist das peinlich. Oh nö. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, dass wir angreifen.
Alter. Ey, es ist ja nicht dein Ernst, ne? Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was dauert denn daran so lange, das Ding einzunehmen, ne? Ja, wir verteidigen aber. Wir greifen gar nicht an. Man sollte schon mal gucken, was man hier macht. Alter, ist das peinlich. Sag mal, schießt das Ding mit Platzpatronen? Der Motor könnte ruhig mal explodieren. Ein sehr stabiler Motor. Ey, der wollte gerade sagen, das ist nur ein T-60? Das ist kein Mammutpanzer. Ah, okay. Ja, das, Und jetzt, ich habe die ganze Zeit gedacht gehabt, dass wir angreifen, ne? Ja, das erklärt so einiges. Oh. Okay. Ey, der wirft ihn mit Granaten an mir. Hört auf damit! Oh nein. Herrlich. Ich glaube, das ist mir bisher auch noch nicht passiert, dass ich das nicht beachtet habe, was ich eigentlich machen muss. Na gut. Was soll's? Na, Moment. Alter, da wimmelt alles voll und ich habe keine Munition gerade. Ach man! Hört doch mal auf, mich zu bewegen. Endlich. Was macht er da? Er steht da und zielt. Das ist ein Bot, ne? Hallo. Bitteschön. Dankeschön. Position gefällt mir hier ehrlich gesagt nicht, wo wir stehen. Panzer. Okay, das ist ein Panzer 2, der wird zu uns. Aber ich habe ihn gehört. Ich brauche unbedingt eine bessere Position. Bergaufkämpfe ist immer schlecht. Okay, da hinten kommen wir rüber. Ich habe immer so das Pech, wenn ich über diese Schützengräben rüberfahre, ich bleibe immer eng. Danach kann sie den Panzer in die Tonne werfen. Die Karte passt irgendwie gar nicht zum aktuellen Wetter. Also, ich weiß nicht, wie kalt oder wie warm es bei euch ist, aber heute hatten wir es 12 Grad im Dezember, im Januar. Hallo Klimawandel. Es ist ja auch eine Qual, hier lang zu fahren mit dem Ding. Oh, da ist was. Oh, scheiße, nur ein Panzer 2. Ja, wo sind denn die ganzen anderen? Da hinten hockt was. Halt doch mal still. Na bitte. Ein haben wir. Und da ist noch was. Irgendwo da hinten. Vielleicht mal ein bisschen höher. So, da vorne sieht es doch gut aus. Da können wir eindrehen und dann hoffentlich den Gegner unter Beschuss nehmen.
finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass der Panzer 3 so viel Munition dabei hat. Ich habe immer so einen großen Verbrauch von Munition. Ey, hallo? Ach, komm schon! In dem Moment rutscht das Ding da, ey. Frechheit. Skandal. Ne, 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 kommt mir nicht auf die Idee, hochzukommen. Leute, da hinten ist alles voll übrigens. Nur mal so ganz kurz am Rande erwähnt. Ja, irgendwo da hinten. Ist ja gut. Ach, dieser Panzer rutscht. Das ist schlecht für uns. Das ist eine ganz bescheidene Position, die wir hier eingenommen haben. Jetzt hänge ich hier auch noch. Ich stelle mich gerade echt nicht gut an. Das ist schon ein sehr stümperhaftes Gameplay, was ich gerade hier abliefer. Hört auf meinen Panzer rumzuspringen, das ist doch keine Hüpfburg. Da, was für ein Scheiß ich hier fahre, ey. Oh, Granate. Ja, ich glaube, der Panzer kommt hier rückwärts nicht hoch, oder? Schaffst du das? Komm schon, du musst es ein bisschen mehr wollen. Ja. Sehr gut. Hier oben ist nicht verkehrt. So, wer möchte noch eine abhaben? Das ist überhaupt für ein klackerndes Geräusch die ganze Zeit. Ist das der Drehturm? Das klingt ja fünf. Natürlich. Ja, okay, komm. Habe ich verdient. Au! Artillerie wäre nicht schlecht, ne? Wir könnten ein bisschen Artillerie gebrauchen. Ich würde gerne den Panzer sprengen. Das ist unser Panzer 2. Ich meine, mit dem Panzer 2 habe ich auch schon ein paar coole Runden gemacht. So ist er nicht, ne? Aber der ist halt... Ja... Der hat halt auch nur eine Chance gegen den T-60. Ja, so ein T-34 oder ein IS kommt oder irgendein anderer Panzer, das hat er einfach verloren. Ist halt einfach nicht seine Liga. Und ich denke mal, das kann man ihm auch nicht vorwerfen, würde ich sagen. Kann das sein, dass ich gerade nicht einen einzigen... Ach, hör mir doch auf, ey. Nicht einen einzigen Treffer gemacht habe? Hallo! Gut. Fliegen wir etwas? In War Thunder fliege ich total ungern, weil das kriege ich da überhaupt nicht hin. Wenn ich immer sehe, wie Spieler da so geile Moves machen und sowas, kann ich überhaupt nicht. Aber hier fliege ich ganz gerne. Es reicht mit der Junkers. Oder mit dem Flugzeugschredder aus der Normandie von den Deutschen. Da hat die Wehrmacht so ein schickes Flugzeug. Hier 7,9 Millimeter, die kommt da nicht so gut durch. Bestimmt ein IL-2, wa? Die halten generell was aus. Komm, sag mal, schieße ich mit Papierkügelchen oder was? Das gibt's doch nicht heute. Mit Bombe turnt die Junkers zwar nicht so gut, aber wir kommen eigentlich ganz gut hinter ihr her. Na, komm, nee, nee, jetzt habe ich sie gelobt, jetzt macht sie sowas. Komm, die holen wir uns noch.
Komm schon, du willst es? Du willst es auch, Junkers, du willst es auch, genau. Du willst was zu fressen? Alter, kannst du mal abtören? Ach, verdammt, jetzt hat es uns ausgeturnt. Das war blöd. Okay, sie hat nicht mitbekommen, dass wir dran vorbeigeflogen waren. Vielleicht kriegen wir noch ein hübsches Bombenziel. Munition haben wir auch nicht mehr so viel. Ja, diese kleinen Maschinengewehre da, ne? Also, das ist jetzt nicht gerade nicht so das Wahre. Danke. Oh, jemand, der mir mein Ziel gegeben hat, das ist echt mal ganz selten. Dauerfeuer! Ich hab das Gefühl, da ist niemand. Jetzt will ich da unnötig nicht die Bombe loswerden. Ja, punktetechnisch ist auch schon wieder mau. Ja, das wird schwer. Ach, hör doch auf, nicht auf mich schießen. Ach nein, ey. Jetzt ist der schnell wieder zurückgekommen. Na, wir kriegen die Maschine nicht mehr gefangen. Na komm. Ja, die Bombe war schlecht. Ja, fliegt nicht mehr ganz so zuckerweich. Na, okay, verdammt. Nee. Kriegt die Maschine nicht mehr. Au. Ja. Wie hast denn du das überlebt? Du bist doch aus derselben Höhe gefallen, oder nicht? Na, vielleicht hast du einen Perk drauf? Das kann natürlich sein. Dass er einen Perk hat, dass er weniger Schaden nimmt bei der Landung. Ich muss ja auch hier meine Piloten besser ausstatten mit Waffnung. Na gut. Ist ein bisschen ärgerlich, dass sie die Maschine nicht abgeschossen hatte. Ich hätte eigentlich direkt nochmal ansetzen müssen, aber naja, jetzt ist es zu spät. Kriege ich da eine Waffe? Danke. Ja, brauchst du ja nicht. Das war schlecht. Ich bin ja jemand, der ganz gerne mit Pistolen spielt, ne? Egal in welchen Spielen, aber hier sind die Pistolen, also zumindest die Walter hier, die ist so dermaßen schwach, ne? Du brauchst dein ganzes Magazin in den Kopf auf den Gegner und der lebt immer noch und lächelt dich doch dabei an. Um das jetzt etwas überspitzt mal zu sagen. Punkte, 6000 Punkte, ja, so spielt man richtig. Nicht das, was ich hier heute abliefer. Genau, fahr du mal vor. Wenn du explodiert, dann weiß ich, dass da vorne Gefahr ist. Oh, da haben wir doch ein Leckerchen. Oder auch nicht. Ach man. Ja. Nee, das läuft alles andere als gut. Ey, Platz 7. Och Mano, warum sind alle anderen so gut? Na gut, dann brauchen wir nicht weiter. Ja, mal Cornelius, der ist auch neu im Team. Der kann noch gar nichts. Oh, ein bisschen Befestigung, ne? Panzersperren, so ein Tschechen-Igel ist immer gut.
obwohl ich die, glaube ich, gerade so weit auseinanderbaue, dass ein T-60 da locker durchkommt. Ach, hör doch auf. Nicht schießen. Ich rufe die Artillerie. Dann holzen wir das jetzt hin, hier hin. Ja, komm. Irgendwo wird was hoffentlich getroffen werden. Ach, ich habe jetzt hier keinen weiteren Pionier mehr drin, ne? Boah. Das war die Rache. Dass du meinen Pionier erwischt hast. Schmeiß es nicht da, die Bombe. Oh nein, 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 nein. Ach, verdammt. Ach komm schon, Alter. Was ist denn hier heute los? Die eigentlich Flugzeuge am Himmel? Oder sind das nur unsere? Bis auf die IL, die ist immer noch in der Luft, ne? Ich überlege mich gerade, ob ich eine Pack aufbaue. Eine Pack, sei schon eine Flak aufstelle. Alter, du hängst da schon wieder im Weg. Geht weg. Jetzt kommt wieder her. Also wir hatten denen erst so gut Parole geboten, ne, als sie noch nicht wusste, dass wir verteidigen. Und jetzt, jetzt bekommen sie langsam die Überhand. Hat der gerade gesagt, ich bin der Witwenmacher? Ich glaube, ich habe da gerade ganz viele gesehen. Ach, die gehören zu uns, okay. Halt! Der gehört nicht zu uns. Na, komm. Mal wieder jemanden erwischt. Das war lange her. Ich würde mir jetzt gerne diesen Panzer da vorne holen. Ja, natürlich. Die hatten das gesehen. Der hatte gewusst, dass ich nur wegen ihm jetzt eine Pack aufbauen wollte. Du hast nur noch brauchbaren Sprengstoff, ne? Das ist doch gut. Okay, wie kommen wir jetzt an den ran, ohne dass da was... Ah, der hat halt schon... Ach, verdammt. Das war ja gar nicht okay. Nochmal mit dem Panzer 3. Alle guten Runden sind 3. Haben wir jetzt den einen, haben wir den einen Panzer haben mit der Pack vernichtet und den anderen habe ich mit dem Panzer 3, ne? War doch, glaube ich, so. Nach gefühlt 100 Schüssen. Ach ja, genau, den ich die dauernd in den Motor geschossen habe, wo der Motor nicht explodieren wollte. Das könnte auch am Ende eine ziemlich knappe Runde werden. Der da noch? Nein. Schade, ich hätte gerne auf den Panzer geschossen. Ja, jemand sollte ihn daran hindern. Nein! Ach, nein, nein! Ah. Gut, dass wir das abbringen. Alter. Ich bin auf die F-Taste gekommen, dass mein Trupp aussteigt.
Immerhin konnte ich das abbrechen, aber viel zu spät reagiert, weil ich einfach nur Munition wechseln wollte. Das musste natürlich der Gegner wieder exakt und eiskalt ausnutzen. Ach, du kannst keine Flak bauen, Pack bauen. Oh. Okay. Gut, dann eben nicht. Ist ja mal ganz selten, dass ich was mit der Artillerie treffe. Oh, der Panzer ging trotzdem nicht kaputt. Keiner von euch Sprengstoff? Nein. Ich muss diesen Trupp überarbeiten. Warum hat keiner von denen Sprengstoff? Ich brauche die Punkte. Ne, wir haben nur Handgranaten, ne? Das bringt mir gar nichts. Ja, passt hier heute irgendwie zum Spiel. Immerhin haben wir schon mal einen Rang verbessert. Oh. Ich glaube, ich war gerade genauso überrascht wie... Oh Gott sei Dank habe ich den erwischt. Wer ist noch mal um die Ecke gekommen? Wahrscheinlich nicht. Hey! Also, dass die russische Maschine da immer noch fliegt, ne? Oder habe ich dafür einfach keine Punkte nur bekommen? Das kann natürlich auch sein. Ne, da rechts ist noch eine Maschine. Was könnte auch unsere sein? Was ist es? Ne, die ist immer noch in der Luft. Das gibt's ja gar nicht. Krasser Dude. Ich würde es begrüßen, wenn wir die abschießen können. Kein Treffer. Warte mal, wir sind viel zu schnell, wir sind viel zu schnell. Okay, ich glaube, dass er nicht weiß, dass wir hinter ihm sind. Und er stürzt ab. Jetzt! Jetzt stürzt er ab! Das war eine knappe Runde. Okay, wir haben 38 Sekunden. Das schaffen wir gar nicht mehr. Ne? Hin, zurück. Naja, okay, dann gehen wir aber nochmal in den Sturzflug und hoffen, dass wir noch irgendwas mit dem MG treffen. Und dann war es das auch schon mit der Runde. Irgendwie bin ich froh darüber, weil die hat mich einen Haufen Nerven gekostet. Es lief überhaupt nicht, wie ich mir es erhofft hatte. Ja, das ist der krönende Abschluss dieser Folge. Alter. Kannst du keinem erzählen. Oh. Hey. Ja, ich hoffe zumindest, dass ihr Spaß hattet. Also ich kann immer drüber lachen, das ist schon mal positiv. Aber ich habe ja auch mal gesagt, dass ich generell bei jedem Spiel, was ich spiele, ob das jetzt Mountain Blade 2 Bannerlord ist, ob das Chivalry ist, ob das das ist oder irgendein anderes Indie-Spiel, keine Ahnung. Oh, Alter, 33.000 Punkte. Gut, dass ich hier so einen Multiplikator noch am Start hatte. Das ist ja sehr geil. Ich zeige das halt einfach so, wie es kommt. Ich zeige die guten Matches, ich zeige die schlechten Matches, so wie hier. Solange sie unterhalten und ihr euch dadurch unterhalten fühlt, gehe ich damit völlig d'accord. Der hat 9.000 Punkte gemacht. Wow.
Das ist nicht ohne. Hätte der jetzt noch mal einen Multiplikator? Alter Verwalter. Okay, ja. Wollen wir mal ganz kurz gucken, was hier eigentlich als nächstes freigeschaltet wird. Panzerabwehrbataillon. Ach, wieder mit dieser komischen Panzerbüchse da. Das Ding kannst du auch... Na egal. Jo, okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.